Da sind wir wieder bei Sniper Elite, Mission 2 aus der Hauptkampagne. Und wir gehen ins Dorf Bitanti. Ein Name fiel immer wieder in San Cellini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien. Vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Die sind total abgestanden, die Pläne der Nazis, die müssen dringend gelüftet werden. Ja, da muss frische Luft ran. Steht aber auch ein Mietvertrag drin. Hallo? Unsere Qualität sieht in meinen Augen alles ganz gut aus. So. So. Sind wir schön am Strand. Erstmal hinlegen. Ich habe Geht vergessen, wo nicht. hinlegen geht. C ist es nicht. Shift ist nicht. Steuerung ist nicht. Geht's? Y? Hinlegen geht nicht mehr. Wollte Ah, gerade ich sagen. bin im Chat. Hä? Ich Ach, wir glaube, sind. ehrlich gesagt, das ist noch so eine Vorgeschichte. Okay. Das ist noch nicht das richtige Spiel. Ich mache mal das Funkgerät an. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. So, jetzt können wir, glaube ich, oder? Jetzt können wir ein bisschen Gedöns machen. Ich musste gerade das Spiel ein bisschen Nee, lauter man kann machen. sich, man darf sich immer noch nicht hinlegen. Okay. Aber es stimmt, man kann Ah, auch die rennen kann Waffen noch man. nicht wählen. Ja, Okay. das ist ja merkwürdig. Bist du Rotfuchs und ich bin Mutterhenne? Oder sind wir beide Mutterhenne? Das Oh, wären wir gerne. hallo. Schau mal, wir reden mal mit Reaver. Hallo, Ernster Bernd. Lieutenant Karl Fairburn. Gute Arbeit auf San Cellini, besonders in Anbetracht der Umstände. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidia. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Ja, hab schon gehört, dass Sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Was ist er denn für ein Arsch? Das OSS weiß Ihre Eile sehr zu schätzen, Karl, aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlächter von Bologna. Ja, Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht, obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sophia, die Rocketman. Nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Hä? Karl, hören Sie. Sagt er Jetzt Teile haben meine aus Parlament in Klammern. durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo Sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanenhauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier. Hä? Aber er lacht doch Hör gar aus. nicht. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Die deutsche Synchro ist ja echt, also der hat. Merkwürdig, oder? Was ist denn da los? Ja, und vor allem, da standen Sachen im Untertitel, die er nicht gesagt hat. Das Hauptquartier ist nämlich in der Nähe des Yachthafens. Das stand im Untertitel, aber das hat er einfach nicht gesagt. Ja, das hat er nicht gesagt. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Oh, komm mal, hier ist noch eine. Oh, der hat Husten. Hey, hört sich nicht gut an. Sie müssen Lieutenant Fairburn sein. Ich Hallo. soll Sie zu unserer Anführerin Hat sich führen. die Lippen ein bisschen gespritzt. Wir nennen Sie den Engel. Ich Ich bin. finde den Weg selbst. Die Faschisten haben ein Schlauchboot. Reparamento durchgeführt. Und unsere Leute aus der ganzen Stadt geholt. Der Engel plant ihre Rettung. Scheint eine mutige Frau zu sein. Sie kennen den Kommandobefehl?
Der Führer kann befehlen, was immer er will. Sie sind ein Kommando. Das heißt, sie werden eher erschossen, als dass man sie gefangen nimmt. Das macht Ihnen keine Angst? Nee. Das ist Berufsrisiko. Ich bin ein Roboter. Schön, dass Sie den Tod nicht fürchten. Was ist das für ein Dialog? Haben wir hier zu viel gesehen. Schauen Sie nur auf den Friedhof. Die vielen Toten dort sprechen ganze Bände. Oh man. Hat er ihm gerade auf den Hintern geguckt? Schnell, wir durchsuchen den Friedhof. Es gibt nicht Nazi-Zombies tatsächlich. Ja, das wäre dann wieder in dem Sniper-Zombie-Ableger, ne? Ich glaube, du musst die Mission starten, oder? Ich darf das nicht. Ja. So, dann drücken wir mal. Warum ist denn der Karl so ein Arsch dem anderen gegenüber, dass er ihm nicht die Hand reicht? Der nervt halt auch voll. Ja, aber komm, also... Also Karl, meine ich. Ach so. Also er ist halt voll der arrogante Fatzke irgendwie. Stand da die ganze Zeit mit verschränkten Armen so. Und sie fürchten den Tod nicht? Ich bin ein geiler Typ. Geil, geil. Das ist Karl auch einfach ein bisschen dumm. Aber dass er den nicht fürchtet. Ich würde mich auf jeden Fall... Er hat Gamaschen an. Cool. So, jetzt will er hier das Hauptquartier der Partisanen finden. Oh, schau mal, hier sind schon wieder überall Nazis am Strand. Das habe ich übrigens beim Info mich auch ein bisschen gewundert. Das ist wie Mallorca. Ja, stimmt. Nein, stimmt gar nicht. Nein. Das hat mich übrigens beim Intro ein bisschen gewundert, wo sie aufgezählt haben, was dieser Kessler alles ist. Als ob nicht gereicht hätte, dass er halt so Nazi-Wissenschaftler ist. Nein, er muss auch noch Trinker sein, Schürzenjäger. So. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir ihm vorwerfen können? Als ob Nazi reicht doch. Ich finde tatsächlich auch Trinker und Schürzenjäger ist nicht unbedingt ein Grund, um U-Boote auf ihn zu werfen. Zu werden, ja. Oh, er guckt. Oh. Jetzt guckt er nicht. Ist auch irgendwie nicht gleichwertig mit Nazi, würde ich jetzt mal sagen. Wer guckt denn da? Ach, da steht noch einer einfach. Direkt hin. Ach, scheiße, ich bin da so. Da stehen blind. Zwei, der eine guckt so ein bisschen in diese Richtung. Ich gehe mal ein bisschen außen rum. Da, jetzt habe ich ihn. Zack, oben rüber. Jetzt gehen sie beide weg. Na schön. Ihr habt's ja wohl. So, muss man erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Yes. Also für alle, die Let's Plays nicht gesehen haben. Ja. Genau, wir sind. Erzähl's mir mal bitte, ich hab die auch nicht gesehen. Ich hab nur davon gehört, vom Hörensagen. Aber man hörte davon, ne? Also. Ja, PewDiePie hat davon erzählt. Hast du ein Geräusch gemacht? Ja, ich war ein bisschen laut. Ist ein bisschen übermupfig? Ja. Oh, Bernd kommt! Oh Gott, ja, oh Gott, oh Gott, da kommt er! Shit, ich konnte mich nicht entscheiden, ich konnte dich nicht so richtig erwischen. Oh, schau mal, da draußen fährt ein. Ja, aber sein Buddy hat das gesehen. Der hat das gesehen. Warte mal, ich nehme mal die. Ja, oder du? Oh! Kollege, ich bin unverwundbar! Ich werfe ihn schnell weg. Oh. Guckt er auf dich, dann kann ich ihm gerade einen geben. Ja. Okay. Ich sag einfach mal ja. Puh. Die hören erstaunlich gut, ne? Also. Ja, wir sind wahrscheinlich auch einfach erstaunlich laut, aber. Während man ja irgendwie so manchmal das Gefühl hat, die Nazis würden nicht hören, stellt sich jetzt hier heraus, sie hören super, sie verstehen nur nicht. Der Chat beschwert sich gerade, ich wüsste wieder nicht, wie man schleicht, weil ich eventuell als. Oh! Aua! Als ich letztes Mal Alien Isolation gespielt habe, gab es so eine Schleichmission und die hat mich so aufgeregt, dass ich einfach versucht habe, sie mit Gewalt zu lösen. Und Alien Isolation ist kein Spiel, was auf diesen Weg ausgelegt ist. Aber ich habe es geschafft, das muss man kurz festhalten. Und da haben sie gerade dich gehört, nicht mich. Ja, das stimmt. Aber sag mal, es gibt bei Alien Isolation. Da gibt's doch nur Schleichmissionen eigentlich. Ist doch. Nee, es gibt halt die. Also das Alien ist quasi unbesiegbar, aber es gibt die, die Androiden. Ach so, die Roboter, ja. Ja, die nerven halt einfach wie Sau und die kannst du halt. Gegen die kannst du schon kämpfen. Ja, die vertragen auch unglaublich viel, ne? Also, das ist echt ein bisschen krass. Oh, Arzt, das fand ich immer ein bisschen schade bei Alien Isolation, dass das Spiel mit dem Alien selber ja so trickst. Also, das. Du kannst ja alles auf das Alien schießen, was du willst, und es wird ja nie verletzt. Nee, du kannst es mit dem Flammenwerfer kannst es ganz gut ablenken. Kannst es wegscheuchen, genau. Ganz kurz, wie schön ist dieses Dorf? Ja, mit den bunten Häusern und so, das ist echt richtig schön.
Das alles, das hat ein kleines Nazi-Problem. Aber wir sind ja hier, um das Nazi-Problem zu lösen. Endgültig, ja. aber, ach, guck mal da, ich habe Nazis gefunden. Alles voll mit den Jungs. Ja, da muss man nur in die richtige Ecke gucken und schon findet man da genug. Ich gehe mal ein bisschen über den Strand. Ach, warte mal, ach, schau mal, wenn man auf dem Sand läuft, ne, dann macht man halt keine Geräusche. Okay. Oh, ich habe einen Offizier gefunden. Ach doch, macht man doch. Ich habe den Rahmen noch nicht. Das ist ein stinkiger Offizier. Das Geräusch ist so laut, dass der Rahmen auf dem Radar halt den kompletten Radar ausfüllt. Deshalb dachte ich, ich mache keine Geräusche. Oh, jetzt kommt das Raketenboot. Okay. Ninja, ich kenne Atza aus dem echten Leben, deswegen hat er rumgespammt. Das war gerade die Ausnahme. Aber sehr gut aufgepasst, dankeschön. Und ja, ich bin passt bei dir die Synchro? Weil bei mir sind die Stimmen immer unterschiedlich laut. Ganz komisch. Nee, die war bei mir okay. Selbst im Dialog eben waren die Stimmen unterschiedlich laut. Nee, war okay. Wo bist du gerade? Diese bunten Bildchen hier, ey. Ich will hier... Ich glaube, wollen wir hier einfach Urlaub machen? Ne? Ja. Wenn man die... Oh, da oben. Schön hier irgendwie. Auf diesem einen Turm da oben ist ein Scharfschütze. Ach, den davon haben die doch auch erzählt, ne? Wovon? Dass die auf dem... Ach so, dass wir diesen Scharfschützen ausschalten sollen. Ja, ja. Ich weiß auch nicht so richtig, manchmal steht ein Spieler gesichtet, aber ich kann nicht sagen, ob der mich jetzt wirklich sieht, weil die Anzeige sagt eigentlich nö. Es ist a little bit strange. A little bit strange. Hier ist alles voll mit Nazis, ne? Die haben echt Spieler gesichtet, steht da. Bin ich das? Ich glaube, das bin ich immer, den sie da sehen, okay. Aber sie sind scheinbar nicht so wirklich streng. Also es steht immer da, ich sei gesichtet worden. Ach doch, okay, jetzt schießt er auf mich. Okay, ich krieg da nicht so eine Anzeige. Man kriegt bei dem Scharfschützen nicht diese... Fuck. Nicht diese Anzeige, dass quasi jemand in der Nähe ist und einen sieht. Okay, was hast du jetzt gemacht? Ein Riesenfehler. Hast du jetzt laut rumgeschossen? Oh, Bernd. Nee, mich hat dieser Scharfschütze tatsächlich am Strand so sehen können und mich anschießen können. Aber hat er dich... Oh, ich hab das... Ich hab den Adler gefunden. Vorbildlich. Soll ich dir jetzt irgendwie helfen? Kann ich irgendwas tun? Ja, nee. Ich sterbe hier mal weg. Das war ein bisschen doof. Sorry, tut mir leid. Ich habe diese Mechanik mit dem Dings nicht ganz geschnallt, mit dem, Passen die jetzt auf dich auf oder soll ich da mal hinkommen? Scharfschützen. Ich versuche jetzt mal diese ganze Anlage hier auszuschalten, indem ich einen nach dem anderen abknalle. Aber ich fürchte, ich komme damit vielleicht nicht so weit, wie ich... Ach, lebst du noch? ...glauben würde. Noch lebe ich, ja, ja. Ach so, das Kanonenboot ist jetzt übrigens hier, ne? Das war. Ja, ich sehe schon. Ich überlege, ob ich mal warte, bis das Kanonenboot vorbeikommt. Warte mal, habe ich nicht noch... Hier habe ich ja auch Unterschallmunition. Uah, ach stimmt, wir haben... Oh, im Menü ist ja gar keine Pause. Fuck, nicht dran gedacht. So, jetzt wurde ich aber erwischt. Okay. So, ich muss gerade mal kurz was aus dem echten Leben erzählen. Atza, du bist natürlich herzlich eingeladen, zu meinem Geburtstag zu kommen. Wow! Okay. Das war... Jetzt hat gerade das Kanonenboot gefeuert, oder? Ich habe gerade einfach mal die Besatzung vom Kanonenboot entfernt. Ach, du warst... Ach, so rum. Oh, warte mal, ich guck mal, ob ich dich holen kann. Ja, ist ja super. Aua! Ich hab irgendwas erwischt. Ich bin in Etage unter dir. Sehr gut. Nee, das ist der falsche Knopf. Kannst du nochmal runter... Oh! Wie das mit dem... Oh, mit dem Scharfschütze funktioniert. Dankeschön. In letzter Sekunde. Super. Easy. Also, willst du ein Kanonenboot? Ich hab dir eins besorgt. Ja, ich will mal kurz... Oh, irgendwer schießt da. Ach, das ist schon wieder der blöde Scharfschütze da oben. Nee, da hinten ist so ein anderer Johnny. Vorsicht, der erwischt dich aber. Nee, das ist der Scharfschütze. Ja. Im Turm. Ja, ich hab aber den Johnny weggemacht. Genau. Ich streame heute in meinen Geburtstag rein, falls das verwirrt viele Leute. Also ab um 12 habe ich Geburtstag, das streame ich und... Die Feierlichkeit, von der gesprochen wird im echten Leben, die ist morgen. Aber mit echten Menschen halt, nicht im Stream. Wo sitzt denn? Ah, da oben! Oh, ja, 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 ja. Das gute Boot! Was hast du denn gegen das gute Boot? Ich hatte auf ein besseres Boot gehofft. Also ich hab den Scharfschützen. Ah, oh, fuck.
Ich habe ihn einmal angeschossen, den Scharfschützen. Geheimturm, verdammt, Scharfschütze. Fritz Rechner geht wieder und es war nicht das Netzteil. Es war ein. Ey, sag mal, wie schnell feuert denn der? Da ist er. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? So. Problem Officer. Sehr gut. Der isst sein Sandwich in Zug. Ah, nein! Der lacht nicht mehr. Sein Kumpel war da. Ach, das war irgendwie ein doofer Start. Und, ja, so, sorry, gleich wieder gleich ins Spiel reinkommen. Oh, nein! Ach, das lebst du wieder? Okay, jetzt warte mal. Jetzt, ich markiere den als Stelle erstes. Hier. Das ist das Wichtigste. Da. So, und jetzt muss der einfach... Da unten ist der... Oh, da unten ist der... Hast du den? Den habe ich. Kann man hier nicht... Wow, okay. Oder so. Immer in den Mund. Es tut mir leid, Bernd. Deswegen habe ich den Stream übrigens auf ab 18 gestellt. Wir machen das wieder nicht mehr so sneaky, stealthy, wie es gedacht ist. Nee, nicht so richtig, aber... Ich mach mal den Generator an, dann hören sie uns. Oh, da kommt einer. Ja, da kommt schon einer. Oh, oh, sehr schön. Da habe ich aber auch echt nicht dran gedacht, dass ich den erwische. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wo denn? Weiß ich nicht. Da oben, oben auf der Brücke. Oh, shit. Den Ball oh, ich habe, warte mal, ich, oh, welche Taste war der Sprachchat? Ich habe ihn angemacht. Wie habe ich das denn gemacht? Ist jetzt aus? Ja. Okay. Ach, der ist in dem Haus drin, okay. Die gehen jetzt alle zu dem Dings hin, ne? Zu dem können wir kurz den alten Geier da runter schießen. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin so dumm. So. Ich habe einen von den Soldaten hier erwischt. Oder hinten läuft sogar noch einer. Warte mal, den hole ich mir mal schnell. Zack. Und... Oh, Kollege. Was ist denn hier los? Stell mich so blöd mit den Headshots an. Meine Fresse. Schleichen die da gerade um Benzinkanister? Diese Möglichkeit besteht. So. Oh, irgendwie bin ich überhaupt nicht warm fürs Spielen. Weiß nicht warum. Es ging halt so schnell heute. So schnell hierher gerannt und dann... Wollt ihr nicht gleich noch vor Honor spielen? Sofort ein Videospiel machen. Das ist geheim, was du gleich machst. Ein Videospiel... Bitte? Es ist geheim, was du gleich machst. Nee, um neun bin ich mit Martin verabredet, um das vor anderen zu spielen. Ja, genau. Aber das ist ja okay. Da musst du doch nur Button mashen. Ja, ja, da muss ich nur draufhauen. Und nee, eigentlich hatte ich mich ja dann mit dir verabredet, weil ich... Man erwischt Martin immer sehr, sehr schlecht kommunikationstechnisch. Und jetzt dachte ich, heute wäre da nichts mehr, aber war jetzt doch. Und deshalb teile ich euch auf den Abend. Das ist lieb. Ne, so sind wir. Ja, ist wie im Swingerclub. Witz ist für alle da. Ich werde 32 übrigens, war gerade die Frage. Ach, jetzt hätte ich auch lügen können, das ist ja das Internet, da muss man die Wahrheit nicht sagen. Inzwischen muss man auch in echt nicht mehr die Wahrheit sagen. Hitler ist doch schon tot, was macht ihr da noch? Ui, ja, boah. Eigentlich hat sich die Sache erledigt. Ne? Ja, wir räumen auf. Was sollen wir überhaupt machen? Ich weiß gar nicht genau. Also da oben sollen wir den Bericht finden, da hinten sollen wir den Funker ausfindig machen, da hinten sollen wir das Hauptquartier ausfindig machen. Das ist aber gar nicht so weit weg. Und was war hier noch? Wir müssen reden. Ah ne, wir müssen ihn finden. Ist der Friedhof zum Untersuchen. Sollen wir das Auto sprengen? Was Quatsch? Den hier vorne? Nö, den würde ich warten, bis jemand in der Nähe ist. Ach ja, stimmt, du hast gesagt, es gibt auch noch so Sachen, wo man Autos sprengen muss und so, ne? Ist der tot hier vorne? Der da noch angezeigt wird? Oh, oha. Da hat jemand einen Leichnam gefunden. Nicht die gute Sorte Leichnam gefunden. Alarm! Oh, da steht ja einer. Guck mal. Wo steht denn? Ach, da vorne! Ach, Mist. Sollen wir einfach mal den Truck nehmen? Ich schalte meiner Scharfschützenmunition aus. Ja, dann ach, auch, hab ich ja auch! Die hab ich doch auch also gekauft. Mit der. Ah, fuck. Mit der leisen Munition. Aber die hab ich nicht mitgenommen. Hä? Die hab ich doch gekauft letztes Mal. Oh, ich spiele mit dem Scheiß zusammen. Ja, irgendwie ist da. So, ich hab ihn mit einem. Da ist noch einer direkt neben uns! Ich kann nicht!
Ich habe jetzt noch mal Tag gesagt. Der rettet seinen Kumpel! Krass. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich bin irgendwie im Ballermodus. Können wir uns nicht ein bisschen durchballern? Okay, mache ich. Ich bin irgendwie ein bisschen im Agro. Ich knall euch alle ab, Modus. So. Die Musik spielt ein, so nach dem Motto, und dann Gott, was wurden ist mit sie dem hier entdeckt passiert? Und starben davon. Das ist, er sitzt hier und ist ganz traurig. Der macht Pause. Ich also, wir kriegen hier gleich mal. Richtig aufs Gesicht. Au, wo sitzt der? Na, scheiße, da ist ein Scharfschütze, warte mal. Nee, hier ist aber auch ein... Da ist ein MP-Typ. Oh. Oh, jetzt hätte ich dir beinahe in den Hinterkopf geschossen. Aua. Ich trau mich immer nicht zu schießen und du schießt die alle weg wie sonst was. Hey, warum denn? Wir sind doch aufgeflogen. Ja, ja, aber ich bin immer so unsicher. Aua! Das ist alles. Ich sollte heute nicht spielen, das ist nicht mein Tag. Warum bist du, warum schießt du denn nicht? Weil du glaubst, dass die nicht böse sind, oder was? Nein, weil ich glaube, ich treffe nichts. Ich warte dann immer so lange, weil ich irgendwie keine Kugel verschwenden will. Was aber auch Quatsch ist, du kriegst ja genug Kugeln. Das ist ja Unsinn. Das ist ja alles Unsinn. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, dies ist kein Tutorial. Fritz hatte nur einen harten Tag im Büro. Ja, wir spielen das Spiel ein bisschen anders als gedacht. Da kommt noch einer angelaufen. Oh. Du hast ihn mir aus meiner... Hab ich dir den Kill genommen? Nee, du hast ihn aus... an der Leiter. Du hast ihn aus meiner Schussbahn gekurbelt. An der Kette. Der? Boah, dieses Geräusch ist so fies, wenn das durch den Stahlhelm schlägt, ne? Kann ich hier der rum? Hier rumklettern kann, ey, das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Das ist unglaublich. So, untersuchen wir den mal. Das ist alles, sagt er. Also, was gibt's denn hier Schönes? Jetzt müssen wir mal gucken. Wie viel haben die schon drin? Wir haben heute tatsächlich beide nicht getrunken. Vielleicht ist das Problem. Wir sollten das ganz schnell ändern. Das Hauptquartier muss hier irgendwo sein. Okay, das... Also ich habe heute auch schon gearbeitet, von daher ist es... Oh nein, jemand zieht mich! Aua, aua, aua! Lass mich! Du bist nicht meine richtige Mutter. Denke mal an Nazi-Scherge. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz cool, dass du das auch als Shooter spielen kannst. Ist ein komischer Shooter, aber es geht, ja. Ich hab's eh noch nicht ansatzweise als Sniper-Spiel gespielt. Ich hol mal diesen Bericht von da oben. Der kann ja da nicht so einfach rumliegen. Silly hat gerade festgestellt, dass wir auf jeden Fall nur Sniper spielen. Mit Elite hat das nichts zu tun. Naja, immerhin, 50%. Was war das früher in der Schule, 50%? Oh, das ist schön. Das ist immer, wenn Leute hier auftauchen, die uns nicht kennen. OMG, das sind voll die Pro-Players. Ja, das ist unser Job. Also hier ist ausschließlich Skill-Gameplay. Ah, verdammt. Kriegst du den? Ich hab drin vorbeigeschossen, weil ich ein Bob bin. Ah, jetzt Steam, ich hast du ihm eine Warnung vor den Latz geschossen? Er bleibt halt nicht sitzen, das ist ja auch unfair. So, ich geh jetzt mal in Deckung. Er ist verschwunden. Könnte er wohl hinter die Deckung gegangen sein? Nein, unmöglich. So, musst du morgen arbeiten, Fritz? Nee, morgen ist ja Samstag. Also, ja, also bisher hast du immer gesagt, also musstest du immer arbeiten. Ja, also ich muss ins Büro, aber ich muss nicht wirklich viel arbeiten. Wieso musst du samstags ins Büro? Das ist verboten. Weil ich noch Videos schneiden muss. Und heute nicht alles fertig gekriegt habe, weil ich hier gesagt habe, ich komme um 19 Uhr hierher. Von daher. Okay. Ich muss ins Büro. Außerdem komme ich dann auch mal raus. An die frische Luft. Auf dem Weg ins Büro dann, oder was? Ja. Kann ich gleich noch einkaufen gehen? Ich habe das Headquarter gefunden. Ich habe den Bericht gefunden, oder ich finde ihn gleich. Okay, soll ich mal zu dem Headquarter runterklettern? Warte mal. Lass mich mal noch schnell da zu dir kommen. Ach du Scheiße, wie komme ich denn? Oh, okay, das ist ja cool. Ich glaube, hier fallen lassen ist keine gute Idee. Hier sind richtig tolle Klettereinlagen dabei. Also diesen Turm zum Beispiel, den muss man dann auch teilweise von außen besteigen. Ja, wir sind ja die Assassin's Sniper. Ach komm, aber das ist echt so ein bisschen so, ne? Also, das hat schon. Ja, ist schon ganz schön gemacht. Ui! Oh. Du hast den Scharfschützenbericht gefunden. Ja, dann kann ich jetzt hier das Headquarter
Ich mach mal ganz kurz Peng. Ach so, Ey, das ist aber weit. Ich konnte nicht widerstehen. Ach, das gut. Oh, der gute Torpedo, Torpedo Hein. Irgendwie ein bisschen geil. Oh, das ist lieb, Whitebeckline. Franz spielt auf Sparflamme, trifft immer noch 9 von 10 Gegnern. Ja, das. Also, ich habe jetzt hier die. Ich plündere die erstmal aus, ne? Die Rebellen. Mach das ruhig. Ich komm mal zu dir. Das ist diese narrative Dissonanz, von der immer alle sprechen. Ist wie beim Witcher, wenn du da rumläufst und das Land ist zum Krieg zerrissen und alle Leute hungern und allen geht's schlecht. Und das Erste, was du machst, ist reingehen bei der ersten Familie und direkt denen ihre Kartoffeln wegnehmen. Was haben wir denn hier so komische? Gott, hab ich. Boah, brauche mehr Kugeln, sagt er schon. Ach, fuck it, dann nehme ich halt die andere Waffe. Da sind mehr Kugeln drin. Haha. Gute Nacht. Ich habe mal kurz eine Katze getriggert. Mach das. Manchmal spreche ich auch Deutsch. Ich habe eine Katze getriggert. Die werde ich wohl brauchen. Das ist auch geil. Das ist noch nicht ganz so schlimm wie die deutsche Synchro von Batman. Also, obwohl der englische Batman ist ja genauso. Aber. Rucksackladungen, die werde ich wohl brauchen. Ich bin auch ein bisschen heiser, das passt gerade ganz gut. Nichts mehr zu finden gibt's hier, schade. So, die Mission hätten wir. Ich komm mal zu dir. Ja, das ist jetzt fertig, wir müssen jetzt irgendwas sprengen. Ich krieg hier mal wieder Tutorial-Einblendungen, so von wegen Rucksackladung und sowas alles, aber wenn ich wüsste, wie das alles geht, macht's ja keinen Spaß mehr. Das ist ja werde ich das alles ignorieren. Entschuldigung, ich heile mich. Das ist schön hier. Denk dran, du musst dich aktiv heilen, ne? Ja. Schau mal, ich bin eine Etage über dir. Guten Tag. Guck mal nach oben. Hinter dir. Hä? Hinter dir. Nicht. Nach oben. Siehst du mich? Nee, ich bin zu doof. Ich bin... Doch, guck doch mal. Ach, da hängst du. Ach, guck mal, wie so ein Affe. Hallo. Oh, hier ist eine Kiste, auf der steht Achtung. Das sind die guten Kisten. Oh, shit. Wer ist das denn? Wer ist das? Ah, jemand sieht uns. Irgendwo. Ich weiß nicht, wo. Hast du das gesehen? Ach, der ist auf einem von den Balkonen da oben. Warte mal. Ach, da hinten. Ach, der ist weggelaufen. Er kommt jetzt hier rumgerannt. Ich guck mal, dass ich ihm guten Tag sage hier. Der kommt jetzt die Treppe runter, oder? Oder kommt nee. Er? Ich dachte, er wäre hier, aber hier ist er gar nicht. Versuch mal. Kann man ihn jetzt von hinten ausschalten? Ja, oder von vorne? Geht auch. So geil. Okay, die Treppe runtergelaufen und ich saß halt unten an der Treppe und konnte ihn dadurch ausschalten. So ein Unsinn. Die erzählen jetzt hier die ganze Zeit was, ne? Ja, aber wenigstens auf Italienisch, da versteht man nichts. Wird man nicht davon belästigt. Sollen wir mal kurz zum Friedhof gehen? Ja, wo müssen wir denn hin? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, muss ich gestehen. Ich bin auch ganz schön gar. Friedhof untersuchen, da ist es. Und dann müssen wir Sophia finden, aber der Friedhof ist... Dann, danach können wir noch zum Funker gehen. Aber wir können erstmal zum Friedhof. Außerdem muss man da so ein bisschen durchs Dorf. Das finde ich irgendwie ganz, ganz nett. Oh, das ist zu tief. Nee, doch. Alter! Alter, hier ist ein... Da! Hier ist der reinste Offizier! Was? Der reinste Offizier? Ja, ja. Bist du sicher, dass es der reinste Offizier ist? Ui! Uiuiui, ich hab mich mega erschreckt und ihn dann auch, weil... Ja, ach, schau mal, da bist du. Oh, diese, was sind das für Geräusche? Was ist dies? Das ist der, ich glaube, das ist der Generator, den ich kaputt gehauen hab. Oh, das Geräusch ist fürchterlich. Das ist aber ganz nützlich, das Geräusch, weil ich kann das gebrauchen. Oh, das ist aber fürchterlich. Das klingt, als würden... Oh. Schießen wir jetzt doch laut. Ich hoffe, ich habe in dem Moment geschossen, wo das Geräusch kam. Da stand gerade Schuss gehört. Gut, dann habe ich nicht in dem Moment geschossen, wo das Geräusch kam. Ach, fuck it. Fuck it nicht lange. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass ich nicht die Geduld habe für diese Art von Spiel. Nächste Woche ist übrigens nochmal Ghost Recon. Wildlands Beta, Open Beta. Die offene dann, ne? Mit einem neuen Gebiet, habe ich gelesen. Genau, mit einem neuen Gebiet. Oh, Il Duce. Wo die Pelikane rumfliegen. Was ist jetzt los? Irgendjemand hat die Türen gesprengt. Okay. Das hier ist alles voll mit roten... Ja, das war doch ein Befehl von den,
von den Nazis? Schießen die auf uns? Ich überlege auch gerade, dass die scheinen nicht auf uns zu schießen. Ich überlege auch gerade. Lass doch mal hier das aufs Haus klettern. Dann können wir den vielleicht helfen. Ich versuche an der Seite die Treppe hochzugehen. Mal gucken, wer hier auf wen schießt. Die 8, schau mal, die kämpfen gegen die Partisanen. Nein, das war die falsche Taste. Ich bin zu tump. Ich drücke immer C, wenn ich eigentlich... Ah, ich bin doof. Wir haben aber doch, wir haben doch dieses schallgedämpfte Munition gekauft. Hast du die? Ich habe meine schon verschossen, weil ich so ein dämlicher Idiot bin. Ah, okay. Aber welche Taste war denn das? Du musst E gedrückt halten, dann kommst du ja in das Menü und dann kannst du die Munition wechseln. Ja. Ich habe halt mega das geheime Dokument gefunden gerade. So, ich guck mal, ob ich hier ein paar Typen gespottet kriege. Ich guck nur leider. Also mich haben jetzt hier irgendwie alle entdeckt. Okay, mich noch keiner. Da alle. Ist einer. Okay, den nehme ich mal raus. Die sehen mich gerade alle und ich hoffe, dass die Partisanen auf die schießen, weil ich spiele hier gerade menschliche Zielscheibe. Da war doch gerade noch einer. Aua! Aua, aua! Puh, das war nicht so gut. Hier war doch gerade einer. Ah, ja, 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 okay. Also die Partisanen machen schon ein bisschen was. Shit, wo sitzt der denn? Bleib her, du! Ich in die alte Laterne geschossen. Hier sind ja, auf jeden Fall ganz schön viele Böswichte. Das war einer. War da oben nicht noch einer? Doch, da oben ist auch einer. Nein, nicht da rausklettern, du Wurstgesicht! Oh nein, oh nein, oh nein, warum tut er das? Ui. Aber ich glaube, die Stelle muss man auch laut spielen, oder? Sonst würden ja unsere Partisanen über den Haufen geschossen. Ja, zumal eigentlich müsste das ja jetzt hier laut genug sein. Weil da schießt ja jetzt irgendwie jeder. Hä, hey, der sitzt hinter so einem... Jetzt habe ich ihm in den Hintern geschossen. Ne? Das ist ein bisschen unangenehm. Ach, guck mal, hier sind wir wieder. Vereint. Endlich, Dadurch bin ich schlagkräftiger. Ja, die kommen da alle diesen... Der ist hingefallen. Oh, deswegen ist er mir entkommen. What the fuck? Oh, ich bin aus Versehen über den Balkon gefallen. Das wäre eben auch passiert. Oh, der lebt noch, oder was? Wo sind denn die noch? Warum treffe ich den denn? Ach, der Baum wird zwar nicht so angezeigt, aber da kann man nicht durchschießen. Das ist ein kugelsicherer Baum. Ja, ja. Also, ja, ergibt ja Sinn. So Bäume sind ja für gewöhnlich hart. Oh nein, ich habe geschrieben, dass heute Geburtstagstream ist. Deswegen gratulieren alle. They have wood. Ja, they have wood. Ey, au! Oh! Den Klong habe ich auch noch gehört. Ich stand nämlich direkt davor. Apropos, die Folge ist, glaube ich, zu Ende. Hier ist noch ganz weit entfernt irgendwo einer angeblich. Wo ist er noch? Weißt du was? Den heben wir uns für die nächste auf. Also, bis okay. Denn. Bis gleich. Ciao.